Die zweite und dritte Schulstunde am Gymnasium Wildeshausen fand am Mittwoch auf der großen Freifläche vor der Sporthalle statt. Der Grund: Am letzten Schultag werden erneut Jugendliche geehrt, die sich aufgrund ihrer Leistungen und ihres Engagements besondere Verdienste erworben haben. Taja Werner und Markus Köttke moderierten den Schulabschluss. Sie reichten Präsente und knapp 80 Sonnenblumen weiter. Geehrt wurden unter anderem Sieger der Fremdsprachenwettbewerbe, die Teilnehmer der Olmun oder die erfolgreichen Schulfaustballer. Das Solarmobilteam von Lehrer Uli Seeger nahm an diesem Jahr wieder an vielen Wettbewerben erfolgreich teil. Unter anderem erhielten die Schülerinnen und Schüler den Innovationspreis für den Bau eines Solarfahrzeuges aus Bambusstäben. Gleich 5 Lehrkräfte, Helga Manschke, Peter Adamczyk, Maria Hütten und Dörte Strangmann, wurden in den Ruhestand verabschiedet. Schulleiter Ralf Schirakowski würdigte die Leistungen der Kolleginnen und Kollegen. Zum Abschluss performte die Klasse 6D den Hit "Schools Out". Sänger Heavy Metal Class war nicht zu überhören. Endlich Ferien.